In der Berliner Gemäldegalerie steht eine Sensation bevor. 1775 wurde das Diptychon von Millin getrennt. Jetzt soll es in einer Ausstellung wieder zusammenkommen. Die beiden Bilder faszinieren. Sie stellen Fragen, haben Mythen hervorgerufen. Besondere van dit stuk, dat hij zo modern aandoet en tegelijkertijd zozeer geworteld is in de traditie van de 15e eeuw. Diese beiden Tafeln von Fouquet, das Diptychon, ist ohne Zweifel ein Hauptwerk der europäischen Kunst des späten Mittelalters. Wir begeben uns auf eine Spurensuche zu diesen Bildern, seinem Maler und den Hintergründen. Eine Spurensuche, die uns durch halb Europa, zu reichen, mächtigen Männern, zu klugen Frauen, in die Schlösser an der Loire, zu einer großen Liebe und natürlich immer wieder zu dem genialen Künstler Jean Fouquet und seinen beiden Meisterwerken bringt. Der linke Flügel des bedeutenden Diptychons hängt heute in der Berliner Gemäldegalerie. Das Bild ist zu Recht sehr berühmt. Wenn man davor tritt, merkt man, es ist ein Meisterwerk. Das ist ganz klar. Es ist so balanciert in seiner irgendwo auch Schlichtheit und Größe der Formen. Stimmt alles. Es ist unglaublich raffiniert in jeder Einzelheit, in jeder Faltenformation, in allen großen Linien. Wenn Sie sich das im Detail ansehen, dann bemerken Sie zum Beispiel, dass die Falten auf der Stirn ganz ornamental sind. Die verlaufen in so einer Regelmäßigkeit, wie das natürlich echte Falten gar nicht tun würden. Und es hat so, obwohl sich die Figuren ja nicht uns zuwenden, sie gucken ja weg von uns, und der Stifter ins Leere in seiner Meditation, hat es doch so eine ganz ungeheure Präsenz, nicht wie die ja fast so aus dem Rahmen herauskommen. Der rechte Flügel gehört dem Antwerpener Königlichen Museum. Das Museum wird momentan umgebaut, das Gemälde restauriert und für die Ausstellung in Berlin vorbereitet. So prachtig, so gedetailliert, so lebendig. Prachtige Kolorit. Ja, eigentlich zou je het altijd so moeten zien, maar dat gaat helaas niet. Dat zijn net die details die de grote meesters van de kleine onderscheiden. Tegelijkertijd ook heldere kleuren, maar ook de nuances. Naar de verschillende kleuren, blauw kijkt, de nuances van het licht, de plooival. Hier waarop de haren zijn weergegeven. Het is echt prachtig. Het verschil tussen het licht en het donker. Je voelt echt dat parels zijn die leven. Die levendig geschilderd zijn, maar ook heel mooi hier de ogen, de oogpartijen. Je ziet daar het oogvocht hier in het rechteroog en dan aan de linkerkant zie je dat oogvocht. En dat maakt het oog tot een echt oog. Ja, prachtig gedaan. Het is zo verbluffend. Ursprünglich hingen die beiden Gemälde als Diptychon vereint in dieser Stiftskirche in Melun in Frankreich. In dieser Kirche befinden sich die Gräber von Etienne Chevalier und seiner Ehefrau. Über ihrem Grab stand ein Altar und auf dem Altar das Diptychon. Der Stifter Etienne Chevalier ist auf dem linken Flügel abgebildet, zusammen mit dem heiligen Stephanus. Etienne Chevalier, der muss so um 1400 geboren sein und ist 1474 gestorben. Das war ein Bürger aus Melun, bürgerlicher Abkunft, allerdings gehoben. Sein Vater war schon beim König beschäftigt als Sekretär und der studierte Jura. Und der macht dann Karriere bei Hof und der wird im Jahr 1452 von Karl VII. Zum Schatzmeister von Frankreich ernannt.
ein mächtiger, reicher Mann. Seine Stellung und Bedeutung ist im Gemälde abzulesen. Er taucht riesengroß auf. Riesig. Ja, wie kaum ein anderer Stifter, zumal in der Malerei nördlich der Alpen. Das ist sicherlich sehr viel Selbstbewusstsein, das würde ich auch sagen. Und so eine ganz bestimmte Art von Selbstbewusstsein zeigt sich da ja, nämlich diese fürs 15. Jahrhundert sicher ganz typische, für uns mitunter etwas merkwürdig anmuten. Es ist diese Paarung von Protzerei. Das ganze Bild hat auch was Protziges. Protzerei und Selbstbewusstsein mit Devotion. Neben dem Altar und Bild stiftete Chevalier eine tägliche Messe bis in alle Ewigkeit. Geblieben ist davon nur eine Tafel an der Außenmauer der Kirche. Die Kirchengemeinde verkaufte das Bild 1775 und die tägliche Messe endete mit der Französischen Revolution. Und die beiden sonderbaren Bilder sind geblieben, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenzupassen scheinen. Het kan niet anders gezegd worden dat het een ongewone combinatie is. Een hele opmerkelijke keuze. Een bewuste keuze, maar wel een opmerkelijke keuze. En daarom is en blijft dit werk een van de hoogtepunten uit de 15e-eeuwse kunst. Ze zijn wirklich sehr unterschiedlich. Die Unterschiede gehen übrigens zum Teil bis in kleine Details. Gucken Sie sich mal die Hände zum Beispiel vom Stifter an im Vergleich zu den Händen der Madonna. Die Hände der Madonna sehen aus, als wären sie aus Plastik. Oder vielleicht lackiertes Holz. Die des Stifters sind so mit ganz fein beschriebener Oberfläche. Und diese Unterschiede, die sind natürlich absichtlich vom Maler angelegt, um diese unwirkliche himmlische Sphäre der Madonna von der irdischen des Stifters abzugrenzen. Warum passen sie zusammen? Wirklich wird sich die Frage erst beantworten können, wenn wir die in Kürze hier zusammen haben. Und deswegen ist es ja auch so besonders schön und so besonders wichtig, die mal wirklich im Original zusammenzustellen. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. An der Loire, im Herzen von Frankreich. Hier wurde Jean Fouquet um 1420 geboren. Heute ist Tours eine Universitätsstadt und bei Touristen weltweit beliebt. Im 15. Jahrhundert war Tours eine Handelsstadt, Bischofssitz und königliche Nebenresidenz. Über die Kunst in Tours zu Beginn des 15. Jahrhunderts wissen wir fast nichts. Mag es gegeben haben, aber das ist jetzt kein Zentrum der Kunstproduktion. Im Westteil der Stadt, nahe dem Kloster des Heiligen Martin, von dem nur noch die Ruinen stehen, hat Fouquet gelebt. Von seinen frühen Jahren wissen wir nichts. Wir können nur spekulieren. Über seine Ausbildung, wahrscheinlich zum Tafelmaler. Die ersten Einflüsse. Das alles überragende Gebäude war damals in Tours die Kathedrale. An dem gotischen Bauwerk wurde gerade letzte Hand angelegt, der imposante Innenraum schon fertig und in Benutzung. Ein in Stein gebautes Zeugnis von der Macht des Glaubens. Auch die bunten Glasfenster gab es zu Fouquets Jugend schon. Er wird sie gekannt haben. Während des Gottesdienstes über die bunten Farben gestaunt haben. Welch Kontrast zur sonst eher einfarbig tristen Wirklichkeit. Ob diese Fenster ihn in seiner späteren Kunst beeinflusst haben? Vielleicht. Wir wissen es nicht. We kennen ook eigenlijk geen vergelijkbare voorbeelden uit de 15e eeuw van zulke contrastrijke type afbeeldingen. Fouquet war eigentlich unglaublich raffiniert mit einem, wenn man so will, einfachen Trick. Er hat auf der Madonnentafel eine weißlich-graue Madonna vor knallblauen und knallroten Engeln gegeben.
Auf der anderen Tafel hat er eine weißlich-graue Architektur und davor steht eine blaue Figur und eine rote Figur. Das heißt, die Farben werden einfach so umgekehrt. Rechts ist es das Weiß vor Blau und Rot, links ist es Blau und Rot vor Weiß. Und ich denke mal, das ist ein ganz entscheidender Kunstgriff des Malers, um die beiden Tafeln doch wieder zusammenzubringen. Die Madonna zeigt ein Porträt von Agnès Sorel. Damals kannte sie jeder. Sie war die schönste Frau Frankreichs und die Mätresse des Königs. Loche, die Residenz des Königs. Hier verbrachte das königliche Liebespaar unbeschwerte Stunden. Daneben die Kirche Notre-Dame de Loche mit Agnès Sorels letzter Ruhestätte. Eine romanische Kirche, an dem Türbogen Dämonen und Ungeheuer. In einem Seitenschiff ist Agnès Sorel beigesetzt. Sie war nicht nur schön und fromm, sondern auch intelligent und die einflussreichste Beraterin des Königs. Auch dank ihres Einflusses konnte Karl der VII. Das französische Kernland von der englischen Besatzung befreien. Frankreich wurde ein moderner, mächtiger Staat. Die Loire-Region zum Herzen Frankreichs. Hiervon zeugen noch heute die vielen berühmten Schlösser an der Loire. Fouquet ging im Königshaus ein und aus. Fouquet is zeker tijdens zijn leven al beroemd. Hij heeft belangrijke handschriften kunnen verluchten. Hij was een bekend miniatuurschilder. En hij is ook hofschilder geworden van het Franse Hof. Dus het maakt ook duidelijk dat zijn tijdgenoten hem ook zagen wat hij was, namelijk de belangrijkste kunstenaar in Frankrijk. Er kannte sowohl Etienne Chevalier, den Schatzmeister des Königs und Stifter des Diptychons, als auch Agnès Sorel persönlich. In dem Gemälde preist er ihre Schönheit. Maar we weten dat Agnès Sorel, de minnares van de koning, en hier dus dat is gekozen als prototype voor de Madonna, bekend was. Dat weten we uit omschrijvingen van tijdgenoten, wegens haar lelieblanke huid, maar ook vanwege haar borsten, die ze klaarblijkelijk vaak toonde, omdat er wat misprijzend door bijvoorbeeld een geestelijk geschreven, dat Agnès Sorel altijd rondliep met een décolleté dat zo diep was dat je altijd haar Tepels kon sehen. Damals war es nicht unüblich, die Mutter Gottes mit barer Brust zu zeigen. Die Brust ist nämlich das Instrument der Mutter Gottes, mit dem sie Gott selbst in Gestalt von Christus genährt hat. Und wenn sie für den Menschen, für den sündigen Menschen bittet, bei Gott bittet, dass er nicht so streng sein möge, dann zeigt sie auch schon mal, da gibt es viele Darstellungen, auf ihre Brust, nämlich so: Sieh an die Brust, an der du gesogen hast, sei gnädig. Das Christuskind, das saugt überhaupt nicht an der Brust. Und Maria zeigt auch nicht drauf, so von wegen hier Christus, daran hast du gesogen, sondern sie präsentiert die einfach. Das hat sowas von Striptease da natürlich. So ein Präsentieren, guck mal, wie rund und prall. Für uns heute erscheint das unpassend oder sogar peinlich. Bis 15. Jahrhundert nicht. Und diese Verknüpfung von Erotik, und das ist die unheimlich schöne Mätresse, die unheimlich schöne Brüste hat, dafür war sie ja berühmt, irgendwie, und die kann dann auch die Madonna sein. Da kommt das Schöne und das Fromme so zusammen. In Vorbereitung der Ausstellung bekommt der Berliner Flügel nach dem Vorbild aus Antwerpen einen neuen Rahmen. Die Rahmen müssen zueinander passen. Die Bilder werden ja in der Ausstellung erstmals wieder nebeneinander gehängt. Und die Rahmen müssen die Aussage der Bilder unterstützen. Und alles muss Reichtum und Wilde atmen, zoals auch die Madonna in ihrer Kleidung und in den Juwelen, in der Stuhl, wo sie sitzt, uitermate kostbar ist gekleed, heel voornaam ist gekleed. Und die Leist muss das dus auch verstärken. Die neuen Rahmen schützen die Gemälde auch. Sie sind kleine Klimakammern. In ihrer Erscheinung lehnen sich die Rahmen an die historischen Rahmen an.
Es gibt ja eine Beschreibung des Diptychons von 1661, ein gewisser Herr Godefroy, und der hat vor allen Dingen auch die Rahmen beschrieben. Und diese Rahmen waren wirklich sehr wichtig bei dem Ganzen. Leider restlos verloren, aber Godefroy beschreibt, dass die mit blauem Samt bezogen waren. Und auf das blaue Samt, auf den blauen Samt waren diese EEs, dieses Monogramm von Chevalier, draufgestickt in Silber und Gold, abwechselnd mit Medaillons, mit figürlichen Medaillons. Eine Rekonstruktion lässt die ursprüngliche Pracht der Rahmen erahnen. Die originalen Rahmen gibt es leider nicht mehr. Was es allerdings gibt, im 19. Jahrhundert aufgetaucht, sind zwei Medaillons, von denen eines allerdings nur noch erhalten ist, die man mit diesem Rahmen in Verbindung bringt. Das eine ist das hochberühmte Selbstbildnis von Jean Fouquet. Das befindet sich im Louvre und das wird auch in die Ausstellung kommen. Das ist knapp 7 cm im Durchmesser und darauf ist Jean Fouquet selber dargestellt. Es gilt als das früheste Selbstbildnis eines französischen Malers. Man kann aber auch sagen, es ist sogar das früheste gesicherte Selbstbildnis eines Malers nördlich der Alpen überhaupt. Es zeugt von Fouquets großem Selbstbewusstsein als Künstler und weist nach Italien, nach Florenz und dem dortigen Dom. An dem Baptisterium des Doms befinden sich die berühmten Paradiestüren, geschaffen von dem Bildhauer Lorenzo Ghiberti. Sie zeigen Szenen aus dem Alten Testament, eingefasst von einem Rahmen mit runden Porträts. Eines davon ist ein Selbstporträt des Bildhauers Lorenzo Ghiberti. Um 1445, das ist historisch gesichert, reiste Jean Fouquet nach Italien. Eine Reise, die ihn stark beeinflusste. Ich glaube, dass er da ein paar Jahre gewesen ist. Das war trouwens nicht ungebräuchlich. Meistens ist es so, dass als Künstler eine Reise machte nach Italien, vanuit Nordeuropa, dass sie da doch 2 of 3 Jahre bleiben, um verschiedene Städte zu besuchen, aber auch um da zu werken, um da das Werk von der Antike zu sehen oder Werk von anderen Künstlern. So lernte er den Maler Fra Angelico kennen und die Renaissance-Architektur, die sich auch im linken Flügel des Diptychons wiederfindet. In Tours hat es eine solche Architektur damals nicht gegeben. Der Place Plumerot mit seinen Fachwerkhäusern gibt uns eine Ahnung, wie im 15. Jahrhundert Tours wohl aussah. Auch die Putten auf dem rechten Flügel sind eine italienische Erfindung. In Nordeuropa gab es sie zu dieser Zeit sonst noch nicht. Das Ganze übrigens in einer Perspektive, die tatsächlich auf einen bestimmten Fluchtpunkt hin orientiert ist. Das heißt, es ist eine konstruierte italienische Perspektive. Der Fluchtpunkt liegt genau im Kinn der Madonna. Lange Zeit heeft men altijd gedacht, en dat kom je ook in de kunstgeschiedenis tegen, dat al het nieuwe uit Italië kwam. Dus de Italiaanse renaissance zou de bakermat zijn voor alle artistieke ontwikkelingen. Maar het is toch al decennia lang dat men dat niet alleen genuanceerd heeft, maar eerder omgedraaid heeft. In Italië, maar ook elders in Europa, spreekt men over de Ars Nova, over de nieuwe kunst. En dan heeft men het niet over de kunst uit Italië, maar heeft men over kunst van Jan van Eyck en tijdgenoten. Flandern war damals ein Zentrum für die Erneuerung der Malerei. Die Künstler entwickelten einen neuen Realismus, entdeckten die Landschaftsmalerei und experimentierten mit neuen Maltechniken, die ihnen erlaubte, Stofflichkeit darzustellen. Diese Maltechnik, die sich öliger Bindemittel bedient, also eine Ölmalerei ist im Wesentlichen, dass es diese tiefen Farben hat, die man durch bestimmte übereinander gelegte Farbschichten erzielt. Das ist so eine ganz typisch niederländische Technik der Zeit, die auch in Italien zum Beispiel in dieser Art nicht zu finden ist. Also den Samt von Chevaliers Kleid, dagegen dann dieses crispe, knittrige Amygd, also dieses Halstuch, was der Stephanus hat, dieser glitzernde Stein, das sind alles Dinge, Beobachtungen, die stammen aus der niederländischen Malerei, die sind so gesehen neu. Jean Fouquet verband die italienischen und die flämischen Einflüsse zu einem eigenen, ganz neuen Malstil. Das Diptychon von Melun zeigt, wie souverän er diesen eigenen Malstil umsetzte.
Es ist sein großes Meisterwerk. Jetzt endlich sollen die beiden Bilder, Wiedervereint zum Diptychon von Melun, ausgestellt werden. Ja, ich bin heel benieuwd als het samenkommt, of dat contrast dan ook nog zo groot is als op afbeelding. Man kann so etwas natürlich virtuell zusammenbringen. Im Foto, in der Reproduktion ist es in jedem Fouquet-Katalog der Fall. Ein echtes Kunstwerk zu sehen, die beiden Tafeln wirklich nebeneinander, ist natürlich etwas komplett anderes. Ich bin heel erg benieuwd, om ze straks in Berlijn samen te zien. Dat is iets wat, denk ik, geen enkele levende kunsthistoricus heeft meegemaakt. 1937 is wel erg lang geleden. Es gab ja viele Versuche, die mal vorher zusammenzukriegen, also in den letzten Jahrzehnten. Es war nie möglich und umso glücklicher bin ich, dass es jetzt endlich klappt.